So, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zum vermeintlich letzten Part Yoshi's Island. Wir befinden uns im letzten Schloss und ja, ich bin gespannt, was uns erwartet. Auf geht's! Welt 6-8, Bowsers Schloss. Und ich darf gleich Helikopter fliegen. Ich hasse Helikopterfliegen. Helikopterfliegen ist wirklich nicht meins. Kamek! Ich hole dich ein. Wow, ich hab's geschafft. Perfekt. Tag, Kamek. Na, alles frisch. Ja, was ist hier los? Zwei. Ich habe irgendwie ein dumpfes Gefühl, dass es schlimm wird. Guten Tag. Und das ist bei euch alles in Ordnung? Geh zurück in dein Loch. Tschüss. Okay. Ich hoffe, das wird jetzt nicht so schlimm. Aha. Was ist denn hier? Na, alles frisch im Silo. Okay, hier ist eine Blume. Und hier geht's wieder raus. Ich wünschte, ich könnte jetzt hier... Das ist klasse. Was ist hier los? Ah, eine Tür. Was erwartet uns hinter dieser Tür? Böse Dinge. Schleimi! Das war blöd. Ne, habe ich nicht geschafft, habe keine Schleimbälle mehr. Ach Mensch. Ich darf hier nur herkommen, wenn ich... Na, super. Habe ich irgendwo so einen Eierspender? Ach, hier. Also der Trick ist echt klasse. So, da probieren wir es nochmal. Schleimi! Das ist jetzt nicht dein Ernst, Schleimi. Nein. Er weicht dem letzten Schuss aus. Okay. So. Komm, wir werden doch Schleimi jetzt besiegen können. Hä? Hä? Der hat Schleimi voll getroffen. Ja! Na, Schleimi, wie gefällt dir das? So, den Schlüssel haben wir. Töftisch. Töftastisch. Ah ja. Oh, wir sind schon so weit. Wow. Kamek, alles in Ordnung? Ich glaube, wenn man ihm zu nahe kommt, dann... Jo. Dann geht er eben nicht auf den Keks. Naja, Kamek, mach du ruhig. Ich
habe so ein bisschen Respekt vor ihm. Marty Cooper und so, ihr wisst schon. Geh weg. Kamek, du bist schon so ein Drecksack. Tschüss. Keiner mag dich, Kamek. Boah. Snipe der da durch? Hallo, Baby. Also, dieses Baby. Du kannst ihn richtig verarschen. Scheiß auf die Blume. Nein. Oh, da ist die letzte Tür. Jetzt geht's los. Wie mutig, Yoshi hier aufzutauchen. Und jetzt gib mir endlich das Baby. Oh oh. Ach du Schreck, ich habe den kleinen Meister Bowser geweckt. Wie soll ich denn bei diesem Krach schlafen? Oh oh. Fick dich, Kamek! Hä? Hm? Ui! Was ist denn das für ein lustiges Gefährt? Gib es mir! Achso, der Kampf fängt schon an. Okay, ich habe den Kampf verstanden. Ich weiß auf jeden Fall, wie man ihn besiegt. Ich muss ihn nur mal endlich mal treffen. Er ist schon ganz schön pfiffig. Muss man ihn schon lassen. Hahaha. Ja. Ich treff... Alter, wenn ich immer diese Bodenwelle direkt treffe. Yoshi, was hast du getan, mein junger Meister? Ich helfe dir. Oh oh. Was ist denn hier los? Hm. Da hinten ist Bowser. Hallo, du da. Guten Tag. Wie komme ich denn hier an Eier? Ich glaube, da ist ein bisschen angepieselt. Auch gut. Erster Stein und schon tot. Ich denke mir so, hey, was macht denn dieses komische rote Ding, ja? Trifft das mich vielleicht? Okay, das war mal wieder typisch ich. Nein, du kriegst das nicht. Na, ich habe ihn überhaupt nicht getroffen, ne? Na, also. So. Ne, auch wieder nicht. Aber er ist schon stark für sein Alter. Aber das war's. Aber zumindest wurde das Gespräch weggeschnitten. Sehr schön. Hey, guck mal, ein Schaukelpferd da hinten. Der hat ein Schaukelpferd, ich nicht. Na gut. Ich bin mir aber allerdings immer noch nicht sicher, wie wir an Eier kommen. Eier, Eier, wir brauchen doch Eier.
Ich habe keine Eier. Hallo, du da. Hallo. Guten Tag. So, jetzt bleibe ich hier mal stehen, bis der rote Pfeil auftaucht. Ach so. Aha. Ja, das war ein bisschen. Das war ein bisschen optimistisch. Aha, der hat mich jetzt natürlich getroffen. Ich bin da recht optimistisch gerade eben, was das angeht. Ich treffe ihn aber auch gerade überhaupt nicht mehr. Ich muss ihn auf die Schnauze treffen. Hallo? Kriegst du auch mal wieder Eier? Hallo? Ich krieg keine Eier mehr. Das ist doch zum Kotzen, ey. Jetzt darf ich diesen... Alter. Erst kriegst du 5 Stunden lang keine Eier und dann auch noch sowas. Naja, gut. Diesmal schaffen wir es, komm. Jetzt bin ich dabei. Jetzt bin ich Vollstufe. Na, also. Ja, soweit kann ich das noch. Aber der Rest wird schwieriger. Vor allem, es sind ewig lang keine Eier gekommen. Also, wie soll man das bitte schaffen ohne Eier? Na, Bowser, wie sieht's aus mit uns? Da ist er ja. Ich weiß, wie der Kampf funktioniert, nur es ist ein bisschen... Nee, ne? Mein Gefährt! Na? Da kam gar kein... Alter, ist das fies! Hallo? No. Na, krieg ich jetzt mal wieder Eier. No. Noch. Die braucht. Na komm. Ja. Ich glaube, der war ein bisschen zu hoch. Oh.
Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Leute, wir sehen uns beim Endkampf wieder. So. Das war jetzt mir wirklich eindeutig zu blöd. Die Frage ist auch, wie oft muss man ihn treffen? Na? Ja, Nummer 1. Nummer 2. Müssen wir so ein bisschen warten. Nummer 3. Wie böse er halt jetzt auf mich ist. Obwohl ich doch sein Gefährt bin. Na, komm her, du Affenmensch. Alter. Na? Nope. Na, jetzt habe ich so ein bisschen mittig. Ich hab Nein gesagt. Wenn ich Nein sage, dann heißt es Nein. Ich hab Nein gesagt. Yes! In your face, Bowser. Wow. Alle guten Dinge sind einfach nur 3. Oh, so traurig. Bei dir piept's heute, du blöder Spielverderber. Aber das wird dir noch leid tun. Unsere Rache wird fürchterlich sein. Ja, in SMW, wenn du im dritten Schloss rumgeisterst, du blöder Penner. Oh, you're weg. Bin ich übrigens jetzt nicht ersteuert. Guck mal, da ist. Guten Tag. Ach, Luigi. Hip, hip. Hip, hip. Gemeinsam haben es die putzigen Yoshis geschafft, die Babys wieder zu vereinen. Der Storch, in Ausübung seiner Pflichten rüde unterbrochen, kann nun endlich die 2 Päckchen abliefern. Danke, Yoshis. Ihr seid scheiße. Ich bin derjenige, der hier gerallt hat, nicht die Yoshis. Ich bin super. Super blöd. Na, guten Tag, jetzt komm. Na, krieg ich noch Bonus? Komm, ich brauch noch Leben. Ja. Wunderbar. Ah, da ist der Storch. Kackvögel. Kackvögel, wo gehst du hin? Bleib doch bei uns. Stuff Credits. Wir haben es geschafft, Leute. Yoshi's Island. Endlich habe ich dieses Spiel besiegt. Und es hat mich wahrlich sehr viele Nerven gekostet. Puh. Leute, ich muss ehrlich sagen, die letzte Welt, die hatte wirklich einiges an Aua. Wirklich einiges an Aua. Vor allem dieses eine Level, bei dem ich da dauernd abgestürzt bin. Also ein wirklich sehr schönes Spiel, aber die vorletzte Welt und die letzte Welt, die haben mich so ein bisschen angekotzt, aber na, es ist ein schönes Spiel. Gut, ich habe jetzt Yoshi's Island abgeschlossen. Was ich als nächstes machen werde, weiß ich noch nicht. Denn zum jetzigen Zeitpunkt, an dem ich es aufnehme, heute ist der 25.06., sind noch Pokémon offen, Outlast, Super Pika Land, Ultra Chocolate Version, Zelda, Stronghold habe ich pausiert. Also 4 Sachen sind noch offen.
Deswegen denke ich nicht, dass ich so schnell noch was Neues machen werde. Vielleicht eventuell noch so ein kleines Horror-RPG reinschieben, aber mehr auch nicht. Ich spule jetzt hier mal so ein kleines bisschen nach vorne. Ja, die Musik ist ein bisschen scheiße, aber ich möchte noch das Ending mit drin haben. Super Mario Club. Wie lange dauert denn das noch? Da waren ganz schön viele Leute dabei. Na, wird es heute noch was? Jetzt scheint's. Endlich, da unten wohnen Mama und Papa. Na? Sag mal, wie lahmarschig ist denn dieser Storch? Tschüss, Storch! Es tut mir leid, wenn Baby Mario so ein paar Schrammen hat. Aber ich glaube, die Verbrennung aus der Lava mit Yoshi und so weiter, die dürften schon noch sichtbar sein. Der hat einen Klingelstreich gehabt. Hat Klingelstreich! Unsere Helden erblickten das Licht der Welt. Das stimmt doch gar nicht! Die haben das schon vorher. Ende. Luigi hatte schon damals den retarded Blick drauf. Okay, Leute, nochmal Dankeschön fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Projekt. Bis dahin. Tschüss.